Was macht ihr denn hier? Oh, 20 Uhr, Zeit für ein Video. Aber alles nach dem Intro. Warum pennt der Spast in meinem Bett? Weil ich's kann. Und weil ich ihn hier haben wollte für mein neues Video. Es ist ein Theorievideo über Kingdom Hearts. Ich habe 3 bis 5 Theorien für euch und ich hoffe, sie gefallen euch. Die erste Theorie wäre, warum gibt es so viele Sehanords? Wir wissen ja, dass Sehanord durch die Zeit reisen kann. Zumindest der Junge. Aber was wäre, wenn der junge Sehanord nicht nur aus einer anderen Zeit kommt? Nein! Was wäre, wenn er aus einer anderen Welt kommt? Aus einer anderen Parallelwelt? Aus einer anderen Galaxie? Das würde bedeuten, dass er mehrere dieser Boxen hat, wo man schon weiß, dass es die 13 Herzen der Finsternis beherbergt. Und Sehanord ist schon ein krasser Motherfucker. Das würde ihn aber noch zu einem noch krasseren Motherfucker machen. Vor allem, er hat Vanitas zurückgeholt. Er hat Ansem und Semnas zurückgeholt. Was kommt als nächstes? Terranord und Terranord mit Amnesie? Und dann macht sie es mit Aquanord. Wobei, wir wissen nicht, ob Aqua genordet ist. Wir wissen nur, dass sie der Dunkelheit nachgelassen hat. Was denkt ihr über diese Theorie? Könnte sie der Wahrheit entsprechen oder ist es zu weit hergeholt? Und noch viel wichtiger, sehen wir irgendwann Sehanord von der Erdendimension C137? Wir kommen jetzt weiter zu der zweiten Theorie. Und diese dreht sich wirklich um diese geheimnisvolle Box. Wir wissen zwar 13 Herzen der Finsternis, aber was genau könnte drin sein? Was beherbergt diese eine Box? Die zweite Theorie, und wir bleiben bei der geheimnisvollen schwarzen Box. Der Großmeister aller Schlüsselschwertkämpfer hat schon gesagt, dass diese Box sehr wichtig sei und nicht in die falschen Hände geraten soll. Master Lushu nahm diese an sich, damals noch Schüler von den großen Meister, und hat sie irgendwohin verschleppt. Jetzt kommt's. Hatte Sehanord schon Zugang zu dieser Box? Oder, was noch wichtiger ist, falls nicht, wo befindet sie sich? Und jetzt übergebe ich an Kubera. Was sagt dir die Theorie nochmal, wo das ist? Ich kenne die Theorie nicht mehr auswendig. Ich hätte nur ein paar Vermutungen, wo sie sein könnte. Ja. Dann sollten wir Position wechseln, damit ich auch im Fokus des Bildes bin. Das heißt, du musst da sitzen. Es sei denn, du willst da gleich runterfallen, aber wenn du da meine Sachen verrast, gibt's Ärger. Einer der größten Wahrscheinlichkeiten, wo diese Box sein könnte, ist natürlich, dass sie irgendwo im Schloss des Entfallens liegt. Warum? Nun, wir können davon ausgehen, da wir ja wissen, dass Ericus und Sehanord ja wahrscheinlich die Schüler von Lushu gewesen sein mögen. Denn Lushu hat ja als letztes das Schlüsselschwert, das später Sehanord trägt. Und wir wissen, dass die beiden Schüler beim selben Meister waren und das damals in ihrer alten Schule hängt. Und dann wäre der Schluss doch nicht weit, dass wenn Sehanord das Schwert hat, Ericus vielleicht die Kiste übernommen hat. Und da am Ende von Birth by Sleep, das Land des Aufbruchs hieß man nicht so, ne? Mhm. Wenn man bedenkt, dass das zum Schloss des Entfallens wurde, dann wäre es doch an sich wahrscheinlich, dass es im Schloss des Entfallens liegt. Eine zweite Theorie ist, dass Sehanord diese Box bereits hat, vielleicht weiß er aber auch gar nicht, wie er sie öffnen kann. Grund dafür ist wieder die Sachen im Schloss des Entfallens, denn die Organisation 13 hat das Schloss Ewigkeiten für sich verwendet. Sie hatten also genug Zeit, um das ganze Schloss auf den Kopf zu stellen. Dabei können sie durchaus auf diese Box getroffen sein. Ob sie damit was anfangen konnten, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Eine dritte Vermutung wäre, dass sie irgendwo versteckt ist, wahrscheinlich in Radiant Garden. Denn wir könnten theoretisch davon ausgehen, dass Ansem der Weise die Box damals gefunden hat. Wir wissen ja, er wurde ja von Sehanord quasi, also von seinem Schüler, wurde ja verraten. Und dementsprechend hat er sich ja auch gerecht. Und da wäre es doch auch wahrscheinlich, dass er diese Box gefunden hatte, wusste, welche Bedeutung sie hat und sie versteckt hat. Noch eine Theorie zu dieser Box.
Es wäre möglich, weil Lushu ursprünglich aus der Insel des Schicksals kommt. Genauso wie Sihanort, Ericus und viele andere der Hauptcharaktere. Außer Mickey natürlich. Das wäre auch komisch. Ja. Es wäre möglich, dass Lushu sie irgendwo auf der Insel von Sora, Riku und Kairi versteckt hat. Und dass Sihanort deswegen auch Ventus genau da wieder erweckt hat, um genau da nach ihr zu suchen. Nach dieser Box. Es wäre eigentlich sogar am plausibelsten. Vor allem, er hat dadurch Ventus wiedergeholt. Man weiß leider nicht, wie er früher hieß. Dazu kommen wir aber gleich. Ich habe da eine Theorie zu. Und natürlich Vanitas. Dazu habe ich auch eine Theorie. Die kann ich jetzt sofort nennen. Und zwar glaube ich, dass Vanitas nichts weiter ist als Sora aus der Zukunft. Nur halt invertiert, wie die Inversierten. Du meinst notifiziert. Ja, genau. Notifiziert. Von wegen, dass eine weitere Version von Sehanort sein könnte. Wir wissen ja, dass Sehanort bereits in Dreams of Distance versucht hat, Sora zu übernehmen. Laut der Theorie könnten wir jetzt also davon ausgehen, dass das vielleicht später nochmal versucht, aber es da tatsächlich sogar gelingt. Denn das letzte Mal, wissen wir, war Sora quasi schutzlos ausgeliefert und konnte nur gerade so von Axel gerettet werden. Lee. Ja, da war es ja wieder Lee. Für mich bleibt da Axel. Da kann man mir sagen, was man will. Axel Schweiß. Los, Nico, töte ihn dafür. Oh, niedlich. Oh nein, ich bin allergisch gegen Niedlichkeit. So, jetzt könnt ihr alle mich abonnieren, denn ihr seid mir sicher dankbar, dass ihr den losgeworden seid. Ach du Scheiße. Okay, gut. Weiter geht's. Die nächste Theorie wäre Lushu und Ventus, a.k.a. Roxas. Wir wissen ja schon, dass Ventus nicht nur... Wir wissen ja schon, dass Roxas nicht nur der Niemand von Sora ist, sondern auch der größte Teil von Soras Herzen, der Ventus gehört. Deswegen sieht er auch aus wie Ventus. Aber was, wenn ich euch sage, dass dieser Junge, der damals auf der Insel des Schicksals erweckt wurde von Master Sehanort, niemand anderes ist als Lushu? Es wäre höchst wahrscheinlich. Entweder ist Sehanort selber Master Lushu, was ich mittlerweile eher bedenke, weil Sehanort selber schon mal gesagt hat zu Ericus in Burst by Sleep, unser Meister hat uns dazu auserkoren, dass wir gegeneinander antreten. In einer Rivalität. Und noch eins sagte er, dass Sehanort, also Master Ericus sagte es, dass Sehanort schon einmal der Finsternis verfallen war. Das könnte darauf beschließen, dass er Lushu in dem Fall umgebracht hat, um so an sein Schlüsselschwert und an die Geheimnisse, oder eher gesagt, an den Aufenthaltsort der Box zu suchen oder zu finden. Je nachdem. Denn wir wissen, Sehanort will den Schlüsselschwertkrieg rekonstruieren wegen Forschungszwecken. Deswegen wäre es auch höchstwahrscheinlich, dass Ventus eine Art Klon oder eine Art Kopie oder auch Lushu selbst ist. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wir wissen ja, dass der Meister existiert hat, aber wer sagt, dass er denn wirklich komplett verschwunden ist? Denn wir wissen ja, das Auge in dem Schwert von Sehanort, das auch Lushu besessen hatte, stammt ja anscheinend von dem Großmeister. Jetzt ist die Frage, wer ist hier wirklich der Wahnsinnige? Sehanort oder vielleicht sogar der ursprüngliche Meister, der ja eventuell durch dieses Auge alles sehen könnte? Es wäre höchstwahrscheinlich, dass der Großmeister, und da kommen wir direkt zur nächsten Theorie, und zwar, glaube ich, das ist jetzt die vierte. Die nächste Theorie wäre, dass der Großmeister von Lushu und all den anderen, damals noch in Kingdom Hearts Unchanged, ich glaube, jetzt heißt es ja Kingdom Hearts Newly Cross, eigentlich Kingdom Hearts Key, aus dem Film Kingdom Hearts Key Black Cover, oder aus dem Smartphone-Spiel, in
in Wahrheit nichts weiter ahnend irgendwo von Sehanort oder Lushu weggesperrt wurde. Späterhin, was man im Film oder im Spiel nicht mehr gesehen hat. So, damit er sein Schlüsselschwert nutzen konnte. Denn wir wissen, dieses Schlüsselschwert ist das stärkste Schlüsselschwert, was es gibt. Gleich nach meinem. Okay. Die nächste und letzte Theorie des Tages wäre natürlich wieder auf Sehanort bezogen. Oder eher auf die Finsternis. Und zwar das, was sie im Trailer alle gesehen haben und uns gedacht haben. Nein! Verdammte Hölle, nein! Ist Aqua ein Teil von Sehanort? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es inständig nicht. Denn, wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, ob sie überhaupt notifiziert ist. Wir wissen nur, dass sie der Dunkelheit nachgegeben hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ist sie notifiziert? Kämpft sie noch gegen die Dunkelheit an? Hat sie schlichtweg aufgegeben? Ich meine, sie hätte Miki und Rikuya einfach direkt angreifen können, aber nein, sie hält ja erstmal eine Talkrunde. So wie Sehanort immer. Auch wieder eine Argumentation. Ja, meine Theorie dazu ist, dass sie doch notifiziert wurde, aber halt, dass es doch was Gutes hat. Weil solange sie notifiziert ist, und somit halt auch den 14. Teil der Organisation in Anspruch nimmt, würde es dann heißen, dass eine gewisse Person wieder ins Licht zurückkehrt. Und die Rede ist von niemand anderem als Ansem und Semnas. Zusammen ergibt es Terranort. Und halt ohne die Notifikation wäre es Terra. Ich glaube, Terra kommt im 3. Teil zurück und wird halt an Seite von Sora, Riku, Miki und auch Lee und Kairi gegen Sehanort kämpfen. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich persönlich hoffe auf einen Showdown, wo wir zusammen mit Sora, Riku, Aqua, Terra und eventuell auch Ventus einmal Sehanort so richtig auf die Fresse geben. Ich bin mal gespannt, ob das ein Good Ending nimmt oder ein Bad Ending. Ich meine, wir reden hier von Square Enix und in letzter Zeit, Square Enix nimmt ihr gerne das Herz ihrer Fans und verdrückt es! Oder trampelt darauf herum. Und spuckt drauf. ich hoffe aber inständig, ich hoffe, dass es ein gutes Ende wird, aber gleichzeitig mit ein paar Nebenwirkungen. Ich hoffe, Sora stirbt. Da Raven natürlich vergessen hat, seine Gewinner zu verkünden, darf ich diese Ehre übernehmen, denn Raven hat ja vor einigen Videos ein Gewinnspiel gestartet und in diesem Video kommt die Auflösung. Also Trommelwirbel bitte. Der erste Gewinner ist Nils Bernhard. Herzlichen Glückwunsch an dich, du bist der erste Gewinner. Als zweiten Gewinner haben wir noch Erza Drowned. Auch ein herzliches Glückwunsch an dich. Und unseren letzten Sieger habe ich auch noch zugesendet bekommen. Das ist XKarmaLP. Auch an dich ein herzliches Glückwunsch. Ihr seid die Sieger von Ravens Gewinnspiel. Jetzt müsst ihr nur noch Raven einmal bitte bei Instagram anschreiben, damit er auch weiß, dass ihr das Ganze wahrgenommen habt und er mit euch abklären kann, wo er die Gewinne hinschicken soll. Das hier ist die Endcard. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Creep-Like Daumen nach auf. Hier kommt ihr zu den letzten Videos. Wenn ihr mehr von Kingdom Hearts hören wollt, dann könnt ihr auch meinen letzten Gamescom-Vlog gucken. Der ist ja auch einmal verlinkt. Denn da habe ich erstmal ausgiebig Kingdom Hearts 3 getestet, weil die ja auch einen Stand auf der Gamescom hatten. Und dann könnt ihr mal meine momentane Meinung und einen kleinen Einblick dazu sehen. Unser Kanal ist übrigens hier verlinkt. Außerdem haben wir den geilsten Sehanort aller Zeiten getroffen.